Standbild. Ja, Standbild. Noch nicht so drin. Kannst du ruhig die Extrahülle schon mal öffnen? Bitte. Du weißt ganz genau, wenn ich schneide das, ich könnte das auch als Singstem, als Thumbnail fest, das ist der höchste Teil, klar. Und du warst lange genug ruhig. Das ist schon. Nur weil dein Fenster doch. Ja, mit Vanille. Weißt du, wie findest du es? Junge, mach doch. Du, oder? Zwei. Weißt du, das cool ist, was dieses Gesicht von Flo da ist. Da hat er viel zu viel Angst. Mimi. Moin zusammen, mit am Start mit Dark Souls 2 und Dennis. Der Flo ist bei seiner Freundin, nein, bei seiner Schwester zum Geburtstag. Und deswegen sitzen wir beiden Kunden nur da, der müsste aber gleich kommen. Gleich kommt der. Ja, oh, Junge, Alter. Ja, deswegen, ich bin jetzt wieder am Spielen. Ich weiß gar nicht, wer das letzte Mal war Flo dran und hab ein paar Monster geklärt. Wie ihr seht, wir sind noch am Flammenturm. Flammenturm. Irgendwas so. Und wollen hier die Mobs klatschen. Das erste hat man ja schon fertig. Und wir können ja noch nebenbei auch noch üben. Ah, das ist eine Leiche. Ich habe mich jetzt gerade sehr gewundert. Ich verstehe. Nicht darunter springen. Ist mir klar, Dennis. Ist mir klar. So. Jetzt müssen wir uns ja so ein bisschen zweimal nach links und dann einmal beim letzten Schlag nach rechts rotieren. Aber erstmal muss dann das drankommen. Ohne dass es dich runterschmeißt. Oh, du taumelst sogar. Mit runtergefallen, das Vieh. Das Vieh ist mit runtergefallen. Double kill. Das Vieh ist mit runtergefallen, ich fass es nicht. Das war jetzt. Ja, das war jetzt nicht ganz leise. So like Flo beim Schiff. Ja, so like Flo beim Schiff. Ja. Ey, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich würde sagen. War schon nah dran, aber. Ja, das ist auf jeden Fall eine heikle Stelle, weil du halt relativ wenig Platz dort unten hast. Das hat uns ja Flo beim letzten Mal auch erzählt, ja. Ach übrigens, es könnte sein, dass die letzten Aufnahmen-Session, die wir gemacht haben, corrupted sind, weil Dennis sein PC immer noch eine Stunde abgeschmiert ist. Deswegen könnte es sein, dass es keine Facecam gibt. Und ich sage jetzt schon mal, es könnte auch sein, dass es bei dieser Aufnahme-Session auch vielleicht keine Facecam gibt, weil wir wissen nicht, an was es liegt, weil wir haben jetzt die ganze Zeit Dennis sein PC laufen und er ist nicht abgeschmiert. Aber, ja, wir wissen nicht. Seit Zimmer haben wir den frisch angemacht und da ist abgespackt. Könnte sein, dass es am Spiel liegt oder der kommt nicht klar damit. Oder der Raum ist wirklich zu warm, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es wegen Lüftern liegt. Ja, es war auf jeden Fall ziemlich warm. Weil, ich weiß nicht, bei dir hast du immer dein Fenster offen? Eigentlich nicht, oder? Ich habe bei mir nicht die Fenster offen, aber ich wohne relativ weit unten, deswegen ist es bei mir meistens kühl. So, jetzt machen wir einfach mal Trick 17. Achso, mit. Wo war nochmal Zieren? Ja. Ah, okay. Schön. Ja. Dann pullen wir den nämlich ganz einfach. Monster. Ah. Okay, jetzt pullen wir hier die ganze Sippschaft. Aber warum pullen wir ihn? Den haben wir noch gar nicht gesehen. Ich würde einfach mal sagen, den haben wir mitgetriggert. Ist einer jetzt dahinter? Ne, okay. Wir haben jetzt nur ihn getriggert. Willst du umkämpfen? Ja, werde ich wohl müssen.
Ui, gut gemacht. Und jetzt? Jetzt könntest du wieder. Eins, zwei, jawohl. Okay, da ist auf jeden Fall relativ gut down. So. Ja, bei denen kann man jetzt zum Beispiel nicht das Schild droppen. Ja, nicht bekommen. Oder hier laufen zwei. Muss jetzt aufpassen. Ja, ich werde auch aufpassen. So, erstmal locken. Vielleicht schieben die sich auch gegenseitig runter, wenn du Glück hast. Jetzt hier an der Stelle. Eventuell, aber ich denke auch nicht. Ich lock die mal hier runter, damit wir ein bisschen Platz haben. Alter, ich hab gedacht, du fällst jetzt runter, dass das... What? Sieht doch nicht total creepy aus. Schlag, Schlag, Schlag. Kurz sagen, könntest du... Zum beide an. Schlagen. Dennis? Ja, ich hab das Schild oben, keine Sorge. Der Double Kick. Oh, gegen zwei ist doch schon ziemlich blöd, oder wir stellen uns gerade nur ziemlich blöd an. Ich weiß auch nicht, ich weiß nicht, wie man es besser machen hätte können. Ich habe mich am Klopfisten angestellt, ja. Ja, aber wir sind ja gerade wieder in einer Aufnahmesession. Ich glaube, wenn wir das Schild haben und das nächste Gebiet vielleicht gehen, dass wir eine Menschlichkeit wieder reinziehen, weil wenn wir jetzt mal öfter sterben, nochmal beim Farmen. Ja, da sollten wir uns jetzt erstmal keine Menschlichkeit reinziehen. Naja, jetzt nicht. Jetzt beim Farm nicht. Natürlich nicht. Ja, hier probieren wir auf jeden Fall, wenn du den down hast, probierst du einfach nochmal, dass du den hinten eventuell mit dem Pfeil triggerst, dass der mit dem Zweitschwert da rauskommt. Und wenn du geschlagen hast, schaffst du ungefähr drei Schläge drauf. Hütte. Ja, und jetzt... da hat er dich geblockt. Das Schild runternehmen. Wenn er zum Schlag ausholt, müsstest du rein theoretisch schneller sein. Oder du kommst halt einfach mit dem Feuer durch, ne? Ganz einfach, denkst du. Da liegt ein Gegenstand. Könnte ja schon sein. Könnte sein. Nee, ist es nicht. Schade. Jetzt probierst du einfach mal mit dem Bogen, dass du den dort in der Mitte triggerst. Auf Y, dass du zwei Hand hast. Achso. Genau, und jetzt kannst du mit anvisieren. Und schießt du den ab, dann müsste der theoretisch nämlich kommen. Da hinten bewegst du auch schon. Ja. Die kommen aber irgendwie nicht mit. Nur wenn du den, glaube ich, down hast, fangen die an sich zu bewegen. Dass der theoretisch der Trigger ist, dass sich die anderen bewegen. Den ist Bonfire. Macht auf jeden Fall auch wieder drei Schläge. Jetzt noch so ein Wurst. Komm. Und mit den nächsten zwei ist er down. Zack. Zack. Und ein Schwertstoß. So. Ja. Den hätten wir jetzt und jetzt müssten die anderen beiden kommen, was sie auch gerade tun. Weil jetzt sind die irgendwie ein bisschen schneller, kann das sein? Ja. Du könntest du auch probieren. Ne, runterschieben, oder? Ne, jetzt nicht mehr. Au! War noch geblockt, ey, das soll jetzt. Nice, du, da hast du den vierten Schlag noch rausgeholt, ohne dass er dich schlagen konnte. Das ist auch nice. Ja, und genau, sonst wärst du jetzt getumbled. So, den kriegst du auf jeden Fall noch runter. Boah, Alter, der Hammer, hier wieder ist der Triggerfinger. Ja, du. Der Triggerfinger auf Spamming. Oh. Lass mal weiter gucken, wir sind das letzte Mal ja einfach nur durchgerusht. Ja. Da hinten ist noch eine Seele. Eigentlich könnte aber man ja nicht runterfallen. Ja, eigentlich könnte man hier eventuell. Ja, kannst du auf jeden Fall ein bisschen weitergehen. Pass aber. Ja, okay. Willst du den wieder mit dem Bogen triggern oder denkst du, es kommt weiter? Naja, wir können es ja nur ausprobieren. Ja.
Dann musst du wieder auf Y2 Hand nehmen, genau. Headshot. Okay, du triggerst auf jeden Fall beide. Der wartet aber hinten, ne? Ja. Das heißt, theoretisch kämpfst du jetzt wieder nur gegen einen. So. Dann gucken wir mal, wie wir das anstellen hier. Hallo. Na, wartet es am besten wieder, bis er dreimal geschlagen hat. Oder nach, nee, nach so einem schweren Angriff stellt er sich zu schnell auf. Das ist einfach seine Kombo. Oh. Das war knapp. Kann das was reinwerfen, ne? Schwerer Angriff. Jetzt mal der Kombo. Oh, sehr schön. Jetzt können wir uns ein SS reinhauen. Ah, jetzt kommt noch der andere. Ich finde aber ihn einfacher als der andere. Ja, weil der generell immer diese Dreischlag-Kombo macht. Oder einfach, weil du den meistens nur mit diesen 4 Hits try hard hast. Bisschen Ausdauer, erstmal wieder reagieren. Renagieren, regenerieren. So. So, er hat wohl den auch fertig, der hat leider auch kein Schild gedroppt. Schade eigentlich. Ja, wenn ihr den letzten Part aufgepasst habt, wir wollen ja hier bei denen eigentlich das Schild farmen von denen. Ja. Aber wir scheinen es im Moment noch nicht so zu bekommen, wie wir es eigentlich gerne hätten. Ja, wir haben auch noch nicht alles geklärt, das Ding ist, wir haben sehr viel übersprungen. Göttliches. Ich weiß jetzt nicht, was das macht, aber bevor wir jetzt hier weiter tryharden, denke ich mal, könnten wir auch eine kleine Farming-Session draus machen. Und uns erstmal ein bisschen anüben, weil wir sind ja hier, eigentlich sind wir ja durch den Part ja total durchgerusht und können ja hier eigentlich am besten üben, man, finde ich jetzt so persönlich. So, der hat, glaube ich, eine Axt, oder? Ne, der hat das Schild einfach nur auf der anderen Seite. Könnten den eigentlich, denke mal, oh, okay. Flo hätte gesagt, den hätten backsteppen können, denke ich mal. Nee, der hat einfach nur aufs Meer rausgeschaut. Das ist genau derselbe Schmarrn, wie wir gerade erledigt haben. Oh, alter Schwede, ey. Da hat er dich runtergeschlagen. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe gedacht, ich habe mehr Platz. Noch. Ja. Das ist blöd, weil du wärst eh getaumelt. Ja. Aber da hätte er dich vermutlich nicht zwingenderweise getötet. Jetzt müssen wir irgendwie wieder an die Seelen da oben rankommen. So, ich lass mal noch schnell meine Katze raus. Ja. Ruhig gut. Bitte Trollolololol, Katze. Das war der Balkon, der hat jetzt wundert, was das für ein Geräusch war. Wut. Wie kennt ihr die Geräusche? Komm her. Ich hab mich jetzt gewundert, was ist denn das für ein Geräusch da draußen? Deswegen hab ich gerade so komisch geguckt, aber actually ist hier die Box. Hab ich mich jetzt gerade total gewundert. Das wäre das Schild gewesen. Du musst aber theoretisch das Item mit da oben spawnen, oder? Nee. Erst beim Wiederantritt. Ja? Ja, wenn du im Prinzip wieder rastest. Das war bei mir genauso. Ich habe ja den einen auch runtergetreten, die Klippe. Und aber kam mir auch erst später. Ah. Ja, okay, das ist kacke. Atsch. Ja, stimmt, eigentlich könnte man ja die ganze Zeit so anhitten. Aber müssen wir uns das nächste Mal nur ein paar Pfeile wieder kaufen. Ja. Könntest du ja bei den, wenn die zwei auf dich zukommen, könntest du es ja machen. Ja, aber ich weiß nicht, ob die dadurch einfach nur gestackert werden. Ja, trotzdem, dann könntest du den anderen einfach mal mit einer Kombo wegmachen, weißt du? Weil die zwei, das war ja eigentlich mehr Anführungsstrichen, ich will jetzt nicht sagen Lack, aber... Weil die sind zu schnell. Ja. So, ich probier's mal genau wieder wie du, dass ich die... Ja, hier ist so, dass der eine durch die Mauer ein bisschen geblockt wird. Ja. Weil siehst du ja, der eine ist schon so in Angriffsposition. Nee. Ja. Hat nix. Na ja, dann viel Glück. Ja. Das
Es geht um fast 5000 Seelen, die wir hier gefarmt haben. Actually, ja. Ich krieg die aber auch nicht getrennt. Die sind unzertrennlich. Ich merk das schon. Dass sie sich gegenseitig kennt, der mit schon schaut eigentlich. Der vierte Schlag, den der mich schon mal getötet hat. Wo Flo gesagt hat, die machen nur 3 Schläge. Ich kann mich noch genau dran erinnern. Ist die aus meinem Estes rein raus? Ja. Ich schaue aber auch gleichzeitig, ob die heute hinterherkommen, weil. Sie sind sehr langsam. Ja, aber es ist halt trotzdem kacke. Ja, ne, du läufst durch, willst du. Ja, gut, das sind auch noch 2. Ich will jetzt nicht durchlaufen. Ich mache jetzt einfach so. Oh. Okay. Oder? Ja, aber es ist nur einer. Ja. Ja, der fehlt noch. Ist noch sehr weit hinten. Geht auf seine Ursprung. Die resetten einfach. Aber Gegenstand nehmen, der Gegenstand, oder? Warte, lass mich erstmal den nehmen. Dieser vierte Schlag, den ich einfach mal so gedutscht habe, weil ich direkt an ihn dran stand. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, ne. Jawoll. We got it. So, das könnte jetzt das Schild sein. Könnte, muss aber nicht. Und, nein. Das ist wieder so ein scheiß Ockapfel. Haben wir eigentlich normale Glitzersteine dabei? Für? Ja, ganz normal. Hier, aber wir haben keinen dabei. Wir haben nur einen schimmernden Lebensstein dabei. Aber, der muss jetzt eigentlich nicht sein. Dann hebe ich mal das Esses ganz kurz noch auf. Ja, wieder den Schwertkämpfer hier. Genau, weil der andere bleibt ja dann wieder stehen. Ja. Und pass auf, wegen Esses, weiß ich nicht, ob du das jetzt schon nehmen willst oder nicht. Nee, ich warte erstmal noch ganz kurz, weil. Ah ja. Falls der mich in der Damage, also einen Schlag überhebe ich sicherlich. Denkst du? Bei Breitschwert? Ich meine, ich will jetzt hier nicht die Hoffnung kaputt machen. Du musst ihn schon ein bisschen die Animation rauszögern, ja. Jetzt hat er. Jetzt. Ja. Jawohl. Gotcha. Ich würde lachen, wenn es einen Bug geben würde, dann würdest du das von denen das Schild bekommen. Er meine irgendwie, die haben alle irgendwie dieselbe Drop-Chance, also. Achso. Aber ich denke mal auch, dass man nur diese Sachen von den Leuten hier bekommt. Ah, hattet rechts Rotate. Jawohl. Ah, hat auch noch genau für den vierten Hit gereicht. Ne? So. Jetzt muss er dann hier wieder hoch und dann schauen wir mal, dass ich nicht da runterfalle. Ja, oder zumindest hol dir die Seelen. Du kannst nicht aber. Warte mal ganz kurz. Actually, eigentlich könntest du machen, ja, stimmt. Muss ja mal schauen, ob das Schild eventuell nicht mitblockt. Ist doch egal, ich würde trotzdem damit bekommen. Hallo. Pass auf, der fällt da. Oh. Nein. Komm, lauf hier runter. Nein. Schade. Ich hätte jetzt ehrlich gedacht, er läuft geradeaus, aber die KI ist doch nicht so dämlich. Ja. Ich hätte es mir gewünscht. Oh, hier kannst du runterfallen. Ja, hier kann ich den noch hochhalten. Wir trinken wieder Cobra Liefer und danach nehmen wir auch noch Outlast drauf, das heißt, die werden wieder heulen. Flo und ich können wissen, denn das macht ja immer das gleiche Gesicht. Bitte hat sogar Action immer geschaut in den Aufnahmen und er hat wirklich immer die gleiche Fresse gesehen. Ah, der ist schon wieder eine Zugbrücke. Ob Flo das meine mit einem Zugbrücken ziehen und wir kommen an einen extra Boss oder so? Könnte. Probier mal.